Die Posse um den Handelskrieg wird immer absurder und jetzt ist es offenkundig Peking, das eine Fake News nach der anderen raushaut und die Märkte sagen sich, hurra, dann muss der Deal ja nahe sein. Aber wenn man genauer hinguckt, dann sieht man, dass der Deal offenkundig nicht so wirklich nahe ist. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte. Ja, das ist wirklich schon so ein bisschen ein Theaterstück aus Absurdistan, was wir derzeit sehen. Heute Nacht die Meldung hier von Xinhua, zunächst mal der chinesisch-staatlichen Nachrichtenagentur. Beide haben eine Einigung erzielt, dass man sich einigen will. Das ist natürlich eine sehr substanzielle Aussage. Da gab es ein Telefongespräch zwischen Liu He, aber auch Yi Gang, Notenbankchef. Da waren also einige beteiligt mit Lighthizer. Und Mnuchin, man hat übereingestimmt, in Kontakt zu bleiben. Und in Sachen Phase 1 Deal, warum sagt man nicht gleich, ja, pass auf, wir kommen nach Peking oder ihr kommt nach Washington? Nein, wir haben vereinbart, in Kontakt zu bleiben. Das heißt ja, dass man überhaupt keine Einigung gefunden hat, dass man nichts wirklich an substanziellen Fortschritten erzielt hat. Sonst würde man sagen, okay, wir stehen kurz davor, lass uns doch die Geschichte jetzt terminieren. Dann kommen wir am so und so vielten nach Peking oder eben andersrum. Liu He hatte ja, so ist bekannt geworden, die amerikanische Delegation für kurz vor Thanksgiving, also praktisch für derzeit, für die Tage vor Thanksgiving ja eingeladen. Die Amerikaner haben offenkundig diese Einladung ja nicht angenommen, haben jetzt wieder keinen Gesprächstermin vereinbart von Face to Face, von Gesicht zu Gesicht. Dementsprechend kann man sich vielleicht vorstellen, wie die Dinge da wirklich gelaufen sind. Man habe die Kernpunkte angesprochen, diskutiert und eben einen Konsens erzielt, dass man diese Probleme lösen wolle. Und man will die Kommunikation aufrechterhalten über den Phase 1 Deal. Also das ist wirklich Absurdistan vom Feinsten. Schauen wir uns mal auch an, was hier gemeldet wird von CNBC Now. Das ist im Grunde ein, ja, wie kann man sagen, ein Versuchsballon vielleicht von Peking, um die Amerikaner unter Druck zu setzen. Wenn ihr jetzt nicht zustimmt, wenn wir jetzt nicht bald eine Einigung kriegen, dann habt ihr den schwarzen Peter am 15. Dezember. Da treten ja die neuen Zölle in Kraft, wenn da nichts passiert. Und möglicherweise versucht jetzt sozusagen Peking im Vorfeld hier wirklich Gas zu geben, um diese Geschichte hier ein bisschen abzuwenden. Aber wir haben dann eben auch Schlagzeilen, zum Beispiel in der Global Times. US-Eliten sind entdeckt worden oder die Motive von US-Eliten sind es, die sozusagen da in Hongkong eine ganz, ganz große Rolle spielen. Hier sieht man das Kapitol und hier eben die Unruhen in Hongkong. Also so richtig passt das nicht zusammen. Man will jetzt offenkundig diesen Deal haben. Die Märkte wollen diesen Deal haben. Das ist der Grund für die Rallye oder der Vorwand für die Rallye, die wir derzeit sehen. Das ist die Frage, ist es eine fettgetriebene Rallye? Aber wir haben ja in der letzten Woche gesehen, dass diese Rallye plötzlich ins Stocken gekommen ist. Das wollte ich hier zeigen. Wir haben nämlich gesehen, dass die Bilanzsumme der FED sich wieder etwas verringert hat. Und bumm, sehen wir auch hier so einen kleinen Kringel nach unten. Also ist dieser ganze Handelskrieg, sind diese ganzen Headlines nur ein Vorwand, immer die Möhre, hinter der man herlaufen kann. Aber die eigentliche Ursache ist eben die FED-Liquidität. Aber wie gesagt, da ist etwas nach unten gegangen. Und wir sehen auch hier, dass praktisch die globale Liquidität, das ist hier dieser blaue Chart, ein Proxy sozusagen für die globale Liquidität, doch sehr weit auseinandergeklafft ist inzwischen mit dem S&P 500. Also wir haben jetzt eigentlich die Situation mit Ausnahme der gestrigen Rallye, dass die globale Liquidität nicht mehr steigt, sondern tendenziell abnimmt, während die Aktienmärkte weiter steigen. Das ist schon mal schief gegangen. Das war hier im Jahr 2018, März. Da war der Unterschied zwischen dieser globalen Liquidität und dem S&P 500 ähnlich hoch. Wir haben dann noch interessante Dinge etwa zur FED-Balance Sheet. Hier sieht man auch, dass, also zur Bilanzsumme der FED, hier sieht man auch, dass dieser kleine Kringel da schon nach unten zeigt. Aber wir haben jetzt das, was sozusagen nicht QE sein darf, ist im Volumen jetzt schon größer als QE3, was die FED hier fabriziert hat. Das muss man sich mal vorstellen. Und die Banken brauchen Liquidität, Liquidität, Liquidität. Wir sehen, dass hier zum Beispiel der Konsument in den USA, der Sektor Consumer Discretionary, überhaupt nicht gut läuft. Der ist sozusagen relativ unter Wasser. Das ganze Märchen vom US-Konsumenten, der so super toll dasteht, das wird sich jetzt erweisen müssen an Thanksgiving, eben an dem Konsumfest. Und wir sehen,
etwa, dass Fitch hier sagt, globale Autoverkäufe, auch das ja etwas wie Konsum, wenn man so will, sind so stark rückläufig wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Und es ist vor allem China, das hier die globalen Autoverkäufe nach unten zieht. Also nach wie vor die Diskrepanz zwischen Aktienmärkten, Kursen an Aktienmärkten und der Realität, die das nicht hergibt. Also muss als wirklich einzige Motivation eben diese Liquidität durch die Notenbanken herhalten. Aber die ist, wie gesagt, jetzt in der letzten Woche eigentlich gesunken. Schauen wir uns an, was das in den Charts ausmachen wird. Was wir hier sehen, ist der S&P 500. Wir sehen hier die Charts von Capital.com, meine Damen und Herren. Wir sehen hier den Spike nach oben bis 3145. Da sehen wir nochmal die Euphorie. Hurra! Wir haben diese Meldung von Xinhua, wir haben das Telefonat zwischen den Chinesen und den Amerikanern, dann muss ja jetzt die Lösung sein, aber bei genauerem Hinsehen, ich habe das versucht zu zeigen, ist nichts Konkretes, nichts Substanzielles. Man hätte, wenn es eine Einigung geben würde, wenn man kurz vor einer Einigung stünde, eben einen Termin vereinbart, einen persönlichen Termin, entweder in Peking oder in Washington, all das ist nicht erfolgt, sondern man sagt, man bleibt in Kontakt. Man hätte ja sagen können, wir haben substanzielle Fortschritte erzielt, das ist immer so ein Proxy für, ja, wir haben wirklich, sind weitergekommen, das ist eher so hier, wir haben konstruktive Gespräche gehabt, womit man sagt, dass man überhaupt nicht weitergekommen ist, faktisch. Wie gesagt, hier der S&P 500, wir sehen ähnliche Kursmuster hier beim Nasdaq, der fast auf 8.420 gestiegen war. Wir sehen den Dow Jones bei 28.090 Punkten. Was macht der DAX aus der ganzen Geschichte? Der hat sich heute Nacht auf X-DAX-Basis, wenn man so will, oder außerbörslich dann auch gefreut über die 13.300er Marke, jetzt aber nur noch 13.260. Wir sehen, dass der Euro sich hier langweilt im Bereich 1.10.14. Wir haben Gold, das ein bisschen nach oben gehen kann, auch hier nochmal ein bisschen nach unten gegangen ist nach dieser Meldung. Vielleicht war das so ein Fake, nochmal der letzte Fake. Wir werden sehen, und wir haben das amerikanische Crude Oil, das überhaupt nicht profitieren kann von dieser Euphorie. Und im Prinzip es seitwärts läuft. Also, es wird immer absurder. Es ist ein wirklich absurdes Theaterstück. Warten auf Godot, aber Godot kommt nie. Aber es ist schön, dass wir warten können. Das ist die Möhre möglicherweise, die dazu dienen soll, diese Jahresendrallye zu motivieren. Wie lange kann man das aufrechterhalten? Wann werden sich die Amerikaner äußern? Die haben bisher nur bestätigt, ja, es hat dieses Telefonat gegeben. Wann werden die sagen, wie nahe sind wir, wie weit sind wir entfernt? Da haben wir doch in den letzten Wochen, Monaten eigentlich Sprechblasen ohne Ende bekommen. Jetzt sind die Amerikaner auf einmal mucksmäuschenstill. Ich hatte das gestern schon im Marktgeflüster thematisiert. Irgendwas ist da ein bisschen merkwürdig, meine Damen und Herren. Ich wünsche gleich wohl einen guten Start in diesen Dienstag und sage Servus und Ciao.